Ja, hallo zu den schrägen News der KW 36 in 2020. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Die Themen diese Woche oder das, was mir aufgefallen ist, das ist der ID3, der kommt jetzt bald, nämlich nächste Woche, 37. KW. Und Elon war aber schon da. Und wir kriegen auch nächste Woche hoffentlich dann das Update von der KW 36 mit der Schildererkennung per Kamera. Ja, und jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, Corona-Wochen, 25. Woche. Wie immer ist dies eine Dauerwerbesendung. Und auch diese Woche sind wir noch gesponsert vom Dampfdrachen. Vielen Dank an das Dampfdrachen-Team. Elon Musk war in Deutschland. Ja, er war bei verschiedenen Firmen unterwegs und auch in Tübingen. Und da hat er hier beim Money übernachtet, beim Copter Money. Ja, also Elon Musk hat seine Schutzmasken schneller gewechselt als andere Leute ihre Autos. Nee, er war also hier rundum unterwegs mit Politikern und in der Industrie, in Tübingen ja auch jetzt in der Medizintechnik unterwegs. Ich weiß immer noch nicht, welche Maschine er da eigentlich baut. Da müsste man noch mal mehr Informationen haben. Und er war auf dem Richtfest, was es angeblich auch nicht gibt die Woche, in Grünheide bei Berlin. Und dann hieß es, er wäre auch noch in der Nähe von dem VW-Sitz gelandet. Ja, und das ist auch der Knaller. Er hat sich tatsächlich mit Herbert Diess auch noch getroffen und dann dort am Flughafen wohl noch den ID3 und den ID4 vor allem auch angeguckt, die ja jetzt gerade präsentiert werden. Ja, auch mein Tech-Bote hatte einiges darüber zu berichten. Und die Politiker Altmaier, Brinkhaus und Co. lobten die Zusammenarbeit und ja, die Proteste in Grünheide sind parallel, aber das will keiner was von wissen. Es wird jetzt durchgezogen und gilt dann als Beispiel, dass es auch in Deutschland möglich ist, so schnell ein solches großes Produkt sage ich schon, eine große Fabrik aufzubauen, ja, und zu realisieren. Und hoffentlich kommen da noch andere Investoren, die das dann auch so machen wollen. Ja. Okay, was ich hier noch habe, ist die einzige Seite heute mal vom Tech-Boten. Ja, es ist auf jeden Fall, Angela Merkel persönlich hat nochmal den Versuch der CDU, eine Autokaufprämie für Verbrenner einzuführen, abgewehrt. Ja, sehr gut, sehr positiv, aber demnächst sind Wahlen. Denkt dran, wer immer noch die Verbrenner unterstützt hier. Ja, was habe ich denn so gemacht? Ich war im Urlaub und habe ein paar Videos über ein ID3 rausgebracht und die haben zu kontroversen Diskussionen geführt. Einige Sachen kamen dann auch so im Twitter und bei verschiedenen Leuten so raus, als ob ich zum ersten Mal entdeckt hätte, wenn man den großen Akku reinbaut, dann ist das Auto nur noch ein Viersitzer und man hat kein Panoramadach mehr und diese Anhängerkupplung oder diesen Fahrradträger bekommt man auch nicht. Nee, dem ist ja nicht so. Das sind ja alles Hinweise gewesen von euch Zuschauern unter meinen Videos, nämlich unter meiner ersten Konfiguration hier, volle Hütte unten rechts, wollte ich ja konfigurieren. Das war natürlich der größte Akku mit allen Extras drin, habe ich so gedacht, und es geht nicht. So, man muss also den mittleren Akku nehmen und dann kriegt man auch alles rein konfiguriert. Und deshalb habe ich so ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht. Einmal natürlich, soll man ein Model 3 oder ein ID3 kaufen? Oder ich vor allem. Ich kaufe nie was, sagen viele. Und wie ist das überhaupt jetzt der Unterschied zwischen den beiden Entwicklungen, die da laufen, vom ID3, vom Tesla, Model 3 oder von allen Teslas? Kann man das agil nennen, was bei Volkswagen jetzt da los ist? Sind sie praktisch schon in dem Switch oder machen sie nur ein neues E-Auto nach dem alten Prinzip, vorher Querbaukasten, jetzt halt den Elektrobaukasten? MEB erklärt, war mein Versuch, nochmal drüber nachzudenken, wie das jetzt ist, was ich eigentlich davon erwarte, wenn ich so einen Baukasten, so eine Plattform habe und wie dann auch womöglich Rückwirkungen funktionieren, weil wir sehen ja jetzt die ID4s alle, die sind ja alle ganz normal, großer Akku, 5 Sitze und so weiter. Ja, und es ist auch interessant, wie die VW-Fans, ich möchte nicht die ID-Fans sagen, es sind wohl VW-Fans, von ihrem Unternehmen sowas von überzeugt sind, dass sie da total mit Scheuklappen auch da durchlaufen und auch gestandene Männer, die früher mal Tesla gefahren sind, die jetzt ein Audi fahren. Ja,
auch nicht mal mitdiskutieren können, was man eigentlich von so einem modernen Baukasten erwarten würde. Wenn man nur von dem Querbaukasten ausgeht und daraus ableitet, was dann der Längsbaukasten, der Elektrobaukasten können soll, dann ist klar, dann komme ich nicht weiter. Aber ich denke ja darüber hinaus. Ja, okay. Aber schauen wir mal an, was VW eigentlich selber zu seinem Baukasten denn so sagt. Der modulare E-Antriebsbaukasten, kurz MEB. Er bildet bei Volkswagen die Basis für eine komplett neue E-Fahrzeugfamilie. Für viele Kunden bietet bereits die Basiskonfiguration der Plattform einen idealen Kompromiss aus Reichweite, Fahrdynamik und Kosten. Für höhere Reichweiten kann die Plattform weitere Batteriemodule aufnehmen. Die einfache Anpassung des Batteriegehäuses sowie des Radstandes und der Spurweite ermöglicht unterschiedlichste Fahrzeugkonzepte. Vom Kompaktwagen über SUVs bis hin zum Van. Immer kombiniert mit viel Platz im Innenraum und hohen Reichweiten. Der Elektromotor treibt beim MEB standardmäßig die Hinterachse an. In Kombination mit der ausgewogenen Gewichtsverteilung sorgt dies für hervorragende Fahrdynamik. Eine Steigerung der Performance bietet die Allradvariante. Hierfür kommt ein zusätzlicher Elektromotor an der Vorderachse zum Einsatz. Der MEB ist mit seiner Variabilität damit auf nahezu jeden Kunden individuell zugeschnitten. Elektromobilität für alle. Volkswagen. Jo, danke Volkswagen nochmal für die Klarstellung. Jetzt, wir haben natürlich jetzt nur den ID.3 und der hat seltsamerweise ein paar Einschränkungen, die wahrscheinlich aber auch so gewollt sind vom Management und deshalb wird es da auch nicht in nächster Zeit was anderes geben. Mir wurde jetzt schon gesagt, der ID.4 ist eigentlich die eigentliche Zielplattform des Massenmarktmodells. Der 3er, der Golf-Nachfolger, ist es gar nicht so sehr. Es ist tatsächlich dieser Tiguan-Nachfolger, weil der nämlich den Golf schon längst überholt hat. Ich bin jetzt im VW-Konzern nicht so unterwegs. Ich habe auch noch nie selber einen VW besessen. Stimmt gar nicht. Wir haben vor der Tür einen abstehen. Ja, gut. Ja, das bunte Auto. Nee, so bunt ist es gar nicht. Es gibt nur diese eine türkise Farbe und ansonsten weiß. Das ist hier Silber, dann so Grautöne und dann schon so ein bläuliches Schwarz oder ein richtiges dunkles Schwarz. Ja, viel mehr gibt es gar nicht. Und hier drüben noch die Innenausstattung, so ein bisschen Orange kriege ich. Sonst muss ich zwischen Weiß und Schwarz da wählen. Und dann habe ich hier noch so verschiedene Felgen. Ja, ich wollte ja immer mit dem Kupfer hier immer irgendwas machen. Ist aber die Frage, oder will man doch lieber aerodynamischer unterwegs sein? Ja, das Seltsame ist gerade, eigentlich soll ja alles ausverkauft sein von der First Edition. Die First Edition wird aber weiterhin auch diese Woche noch auf der Seite angepriesen und man kann scheinbar auch die First Edition noch bestellen. Mal schauen, vielleicht kriegt man es dann ja schneller. Ich versuche jetzt auf jeden Fall einen neuen, normalen ID.3 mal zu konfigurieren und auch mal wupp, durchzudeklinieren, was das denn kosten würde, sowohl von Volkswagen angeboten als auch von meiner Firma angeboten. Tatsächlich, ich habe grünes Licht dazu, ja. Und dann mal zu schauen, wie das aussieht, auch mit den Lieferzeiten und solchen Sachen. Also bleibt dran. Ich werde auf jeden Fall auch schauen, dass ich ein Fahrzeug natürlich mal zum Fahren habe. Und fahren heißt bei mir natürlich nicht 2 Tage. Nein, das heißt natürlich einen ganzen Monat unter und realen Bedingungen natürlich auch. Ich bin deshalb auch hier weiterhin auf der Suche, was ich da konfiguriere. Im Moment mal gehe ich von diesem ID Max aus, weil ich ja volle Hütte haben möchte. Und preislich sind die Unterschiede nicht so groß, dass das sich in der Leasingrate großartig auswirkt. Trotzdem, wir sind jetzt im September, Anfang September. Nächste Woche ist KW 37 und die wurde immer genannt, dass da die Autos dann im Autohaus ankommen. Bei ist natürlich gerade noch alles im Urlaub, aber nächste Woche kommen sie. Und ich habe schon so gehört, dass Mitte nächster Woche im Donnerstag ist wohl die Schulung, die große Schulung angesagt in den Autohäusern, dass die Kollegen dort dann auch wissen, wie man
das den Kunden präsentiert. Hier gab es ja schon mal diese geleakte Präsentation, die war noch französisch, die gibt es wahrscheinlich inzwischen auch in Deutsch. Aber hier sind auch nochmal schön die drei Varianten, die drei großen Batterievarianten 45, 58, 77 aufgezählt, wobei, wie gesagt, die 77er jetzt Abstriche hat. Diese beiden vermutlich dann nicht, die kleinere wird ja dann auch noch nachgeliefert und dann ist das Auto vermutlich ja noch mal günstiger. Wahnsinn. Nur hier unten diese WLTP-Werte, die sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil wir inzwischen wissen, auch als Tesla-Fahrer muss man das einfach zugeben, dass so ein Standard Range Plus 250 Kilometer kommt und mehr eigentlich nicht. Das muss man wissen. Und keine 400 irgendwas, auch wenn das bei Tesla da auch als WLTP-Wert irgendwie steht. Also hier ist tatsächlich die Frage dann auch mit der 58 Kilowattstunden Batterie in dem mittleren Segment, auf was man dann da kommt. Ich vermute auch stark, dass der große Akku nur deshalb dahergekommen ist, weil man nämlich das dann irgendwann einmal ausprobiert hat und mal mit dem Auto 120 auf der Autobahn gefahren ist und dann gesehen hat, ups, da steht aber nichts von 420 Kilometern mehr dann da und dann war ihnen das wohl ein bisschen zu wenig, was da rausgekommen ist, vielleicht 300. Gut, das sieht natürlich hier anders aus. Aber was will man auch? Ich brauche die lange Distanz eigentlich auf der Langstrecke. So, wenn ich jetzt hier täglich rumfahre, kann ich es ja jeden Abend aufladen. Aber dazu kommen wir alles noch. Das ist jetzt alles nur, das können natürlich jetzt in 2 Tagen, kann das nicht getestet werden, wenn jemand so ein Auto 2 Tage hat. Das kommt dann alles erst raus, wenn man das tatsächlich mal eine Woche, einen Monat hat. Und das werden die interessanten Sachen sein. Das sind auch die Sachen, die ich natürlich mache und dann tatsächlich auch ausprobiere unter realen Bedingungen. Jo, ansonsten sieht es ja wirklich positiv aus, also in der Hinsicht, dass jetzt hier die Umweltprämie total angenommen ist und es war schon im, ihr seht hier oben das Twitter-Teil hier von der BAFA selber, 20.000 Anträge, das war im Juli der Stand und jetzt nochmal, tatsächlich nochmal ein Step mehr im August, das sind die August-Werte. Ja, Tesla ist hier auf dem 6. Rang, ja, warum? Weil sie keine Plug-in-Hybriden mit drin haben. Ja, das Volumen ist aber trotz allem gestiegen bei Tesla. Und hier, man sieht es auch eindeutig, die rein elektrobetriebenen Fahrzeuge sind jetzt auch in der Mehrzahl. Die Plug-in-Hybriden nehmen etwas ab, obwohl natürlich hier die Kollegen von Mercedes jetzt ganz massiv kommen. Die elektrifizieren ja praktisch jede Variante, auch bei BMW sieht das so aus. Und die haben ja sogar auch noch elektrische, vollelektrische. Na, da kommen diese Zahlen her. Auch Renault ist gut dabei. Immer noch Smart hier oben, wundert mich auch. Und dann abgeschlagen eigentlich die, die wir immer so drin haben, so Hyundais und Kias, die kommen erst viel später. Sogar der Audi kommt da unten auch noch. Interessant, interessant diese Zahlen. Auch die Vergleichswerte natürlich. Also der Hype ist eindeutig jetzt zu sehen. Ja, und meine Empfehlung tatsächlich im Moment ja immer noch, guckt auch, wenn ihr überzeugt seid von Tesla, kauft einen Tesla jetzt, wo die Förderung so hoch ist, ein Standard Range Plus ist ja meine Empfehlung, nicht ein Model Y, nicht auf das Model Y warten. Na gut, ist halt immer die Frage, wann wird das bei uns kommen? Grünheide sieht gut aus. In einem Jahr, würde ich mal sagen. Ne? Ein bisschen weniger inzwischen. Ich denke, Mitte nächsten Jahres wird es die Produktion so angelaufen sein, dass verkaufsfähige Fahrzeuge dann da wären. Das ist mal meine Prognose. Wenn man den 7-Sitzer will, so wie ich, muss man natürlich noch länger warten. Da ist ja noch nicht mal in den USA, wird der produziert. Also, wenn ihr nicht warten wollt, dann könnt ihr meinen Referral-Code benutzen. 1500 Kilometer Free Supercharging bekommt ihr dann noch von Tesla dazu. Ja, oder wie macht's wie ich und guckt mal bei VW vorbei. Mein Referral-Code für VW ist, den gibt's leider nicht. Schade, schade. Was machen denn so die anderen? Es gab die Woche noch einen ganz tollen Event, ja, neben anderen da, die interessiert bloß keinen, die neue S-Klasse ist rausgekommen. Boah, was für ein Future-Auto. Ah, super, also so ein Auto braucht man natürlich und das jetzt noch zu einem bezahlbaren Preis, das wäre es dann. Nein, das ist nicht die neue S-Klasse, das ist die ganz neue S-Klasse, das ist der EQS, den habe ich ja auch schon gesehen hier, getarnt natürlich. Ja, das ist wirklich ein cooles Auto. Ich habe es auf der IAA mir auch angeguckt und habe gedacht, boah, das sieht richtig teuer aus. Ja, innen sogar super futuristisch. Das ist ja noch oberfuturistisch. Ich glaube nicht mal 2021 plus stimmt, 2022 plus oder 2025 plus wird das kommen, obwohl sie gerade damit rumtesten. Die EQAs und EQBs sieht man bei uns auch gerade. Ich muss mich mal länger in Grübingen wieder aufhalten, dann kann ich für euch Fotos machen. Aber wann kommen die endlich raus? Also Daimler hält sich da total bedeckt.
Das macht irgendwann plopp und dann sind sie da. Ich hoffe, dass es so ist. Ist für mich natürlich jetzt doof, weil ich ja gerade jetzt danach gucke, jetzt was zu bestellen. Müsste man ja doch wieder warten. Ah, oh, diese Warterei, langsam geht mir es echt auf den Nerv. Okay, das ist also nicht die S-Klasse, die vorgestellt wurde, sondern das ist die S-Klasse, die vorgestellt wurde. Und das Auto sieht aus wie immer. Ja, so von außen schon. Also der dicke Kühlergrill und diese ganzen Geschichten, die Abmaße und so ist wie immer. Ja, aber es gibt dann Details. Übrigens, ich habe mich diesmal bei der Kollegin Sophia hier bedient, beziehungsweise das Video kam vorbei und dann dachte ich, boah, super, was die da so erzählt. Die ist neulich ja schon mal aufgetreten, weil sie auch den ID.3 getestet hat. Und da dachte ich mir so, ups. Also beim ID.3 war ja klar, da wollte man ja die jüngere Käuferschicht auch ansprechen und natürlich so ein bisschen viral mal Marketing machen da über YouTube-Kanäle. Und aber Mercedes macht das jetzt auch. Und zwar mit so einem Geschoss. Interessant, wenn ihr den Namen von der Sophia eingebt plus Tesla im YouTube, dann findet ihr nichts. Sie hat noch nie einen Tesla gefahren. In ihrem Kanal gibt es das Auto gar nicht. Obwohl sie sich eigentlich mit Autos beschäftigt. Tatsächlich, sie beschäftigt sich mit Autos. Ich habe neulich einen anderen YouTuber, der genauso aufgestellt ist und auch sehr viele Verbrenner und ganz tolle Assistenzsysteme getestet, einmal gefragt, wieso er denn eigentlich das nicht mal ein Tesla testet. Und dann sagte er, mir geschrieben, ja, er hätte angefragt bei Tesla und die hätten gesagt, sie können ihm kein Auto zur Verfügung stellen. Okay, gut. Mein ganzer Kanal wäre tot, wenn ich so arbeiten würde. Okay, ja, was kann jetzt die neue S-Klasse? Die hat eine ganz tolle Matrix-Super-Lichter, natürlich hier LED-Beleuchtungen, aber haben auch so Projektionsteile drin, die scheinbar tatsächlich, also so wurde es erklärt, auf die Fahrbahn was projizieren können. Also ich habe das schon gesehen, dass da so ein Zebrastreifen projiziert wird für die Fußgänger, das kann ich ja noch verstehen, aber dass jetzt hier ein Bagger oder irgendwas anderes für den Fahrer auf die Fahrbahn projiziert wird, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich dachte Augmented Reality, also das da ist wohl Augmented Reality Einblendung in die Windschutzscheibe sind jetzt in, dass ich was auf die Fahrbahn projiziere sollte, ist ja eher außerhalb vom Fahrzeug, das müssten ja dann die Leute außerhalb sehen. Also das war mir nicht so ganz klar, was das da soll, aber okay. Innovativ, also hinten auf jeden Fall hier die tollen iPads da montiert und so weiter für die Politiker, die dann damit fahren. Hier hinten einschlagende Räder, um einen besseren Wendekreis hinzukriegen. Boah, super cool. Und dann hier ein Design, was irgendwie so ähnlich aussieht wie ein Auto, was es schon seit 5 Jahren auf dem Markt gibt und was ich gerade fahre. Und auch diese rausfahrenden Griffe kenne ich auch von dort. Gut. Ja, es gab nämlich schon mal S-Klassen, die sahen am Anfang tatsächlich so aus. Das waren Kutschen. Ja, ja, die S-Klasse hat als Grundidee die Kutsche, ne? Ohne Pferde, also schon so. Da kamen die eigentlich her und die waren immer Premium bei Daimler. Und ja, und jetzt fragt man sich, der Spiegel fragt sich, was soll dieses Auto? Ist schon interessant, also selbst der Spiegel, ja, weil wir können es uns ja im Moment nicht vorstellen, dass Daimler-Benz, Sindelfingen, Stuttgart irgendein Problem hat mit der neuen Welt, mit der neuen Zukunft. Das können wir uns nicht vorstellen. Aber hier, der Spiegel kann sich das scheinbar schon vorstellen. Oh, oh. Gut. Wir beobachten das weiter. Ich bin ja vor Ort. Jo, jetzt zurück. Tesla. Bei Tesla warten wir auf das Update 36, auf das Update aus der 36. Woche. Ja, so haben wir das ja jetzt mal verinnerlicht, dass diese Zahl da hinten scheinbar die Kalenderwoche angibt und haben wir gerade. Jetzt kommen die Dinger natürlich zuerst in den USA raus und keine Ahnung, das habe ich jetzt auch mal hier so aus dem Tracker rausgeholt. Da sieht man das schon so, ein paar Prozent, 5-8% der Fahrzeuge haben das schon, die dort gemeldet sind. Okay. Und was ist drin? Ja, das ist eigentlich das Interessante, nämlich es gibt hier drüben Verbesserungen an dem Geschwindigkeitsassistenten und zwar endlich die Erkennung der Verkehrsschilder mit der Kamera. Das, was AP1 schon immer konnte, das soll jetzt in der 2020-36.x dann auch kommen für Deutschland, für Europa. Für bestimmte Länder, nicht weltweit, aber für bestimmte Länder und für sehr, sehr viele Länder soll das kommen, auf jeden Fall für Deutschland, Europa. USA natürlich sowieso, da sind auch schon teilweise welche ausgerollt, da sieht man das schon. Super, endlich. Bin gespannt. Ich weiß auch nicht, dann ist ja das Patent von Mobileye doch ausgeliefert, ausge,
laufen, ne? Oder hat Elon jetzt irgendwie mit denen ein Joint Venture gemacht? Weiß ich nicht. Gut, auf der anderen Seite endlich auch die Geschichte mit der Ampel. Da haben wir ja schon die Previews und jetzt ist auch so, dass da noch mehr da gemacht wird. Man merkt richtig die agile Entwicklung. Das Auto hält noch nicht an, aber es zeigt das an und ob doch anhalten soll es auch schon, glaube ich. Ne? Und ein Glockenspiel wird, also ein Ton ertönt, wenn es dann grün wird oder das Auto vor einem wieder weiterfährt und solche Geschichten. Ich bin da total gespannt. Ich denke, dieser Teil, der ist Full Self-Driving vorbehalten. Das hier drüben vermutlich in allen Fahrzeugen. Deshalb, wir haben ja zwei Fahrzeuge zur Verfügung. Das vom Frank Uwe, das hat Full Self-Driving. Und das, was ich ja noch eigentlich normalerweise fahre, der kleine Dampfdrache, der hat ja nur normal. Hat aber, wir haben beide die volle Hardware, also 3.0. Von daher dürfte es da nichts sein. So, und hier unten wird es jetzt interessant. Wir haben auch im ACC eine Verbesserung, dass nämlich irgendwie kriegt man es jetzt doch hin, dass man die aktuelle Geschwindigkeit übernimmt. Man muss, glaube ich, zack, da oben auf den Geschwindigkeitsdinger hier drücken. Ist natürlich nicht ganz so komfortabel, aber es geht mal überhaupt. Ich hätte es ja gern an dem Hebel hier gehabt, zum komplett runterdrücken und dann übernimmt er halt die aktuelle Geschwindigkeit. Warum geht das nicht? Oder das, was auf dem Schild steht oder irgendwie, also so wie früher halt, ne? Ja, AP1 ist da auch nicht mehr das Wahre. Also wer sie da geritten hat, dass sie da die höhere Geschwindigkeit immer reinmachen in ihren ACC, das verstehe ich nicht. Wenn es dann nachher alle haben, dann verstehen wir es wahrscheinlich. Wir sind also gespannt. Wir sind auch noch gespannt, was es für andere Improvements gibt. Wir werden noch unsere Teststrecken dann wieder fahren. Jetzt muss das Zeug aber daherkommen. Ob das nächste Woche passiert, I don't know. Nächste oder übernächste Woche. Es kommen scheinbar auch Navi-Daten. Und die haben ja Gigabyte-Charakter. Also das WLAN ist wohl gerade verstopft über Navi-Daten, wenn man das beobachtet. Das Auto zeigt es nicht immer an, dass es schon was runterlädt. Wenn der Balken schon kommt, dann ist schon super. Dann hat man wenigstens ein Tracking. Ansonsten muss man so ein bisschen auf seiner Fritzbox mal gucken, da auf seinem Router, ob da irgendwas gezogen wird. Und immer gucken, dass man eine gute WLAN-Verbindung zum Auto hat, jeden Abend, jede Nacht. Gut, soweit habe ich jetzt mal hier noch den alten Dampfdrachen da, das Model S 85D von 2015 und habe noch mal ein paar Videos gemacht, um euch noch mal zu zeigen, wie es denn damals war und wo wir jetzt im Grunde 5 Jahre später wieder hinwollen, nämlich was AP1 alles schon konnte. Es ist interessant, dass das Auto tatsächlich auch auf unserer neuen Teststrecke ganz gut durchgekommen ist. Und natürlich diese, da hat es ja ziemlich viele Schilder, so 70er, einen 50er, wieder 70, ne? Und noch Kurven und eigentlich ganz gut da durchgefahren ist. Also guckt es euch an, falls euch das interessiert, Preview. Das hat nämlich noch 32 drauf. Gut, wir sind gespannt also auf die nächste Woche. Ja, was habe ich denn eigentlich im Urlaub gemacht? Ich habe euch ja gesagt, dass ich hier so ein E-Bike mir zugelegt habe und dann war natürlich klar, man muss mit dem Teil auch mal in Urlaub fahren und dann braucht man natürlich hinten so einen Anhänger. Gut, Fahrradträger montiert vom Frank Uwe, vielen Dank, und das mal ausprobiert. Und wir hatten natürlich Mordsmuffesausen, dass das jetzt einen wahnsinnigen Mehrverbrauch verursacht. Vor allem, weil dieser Anhängermodus das auch so suggeriert und man dann ganz komische Meldungen, die seht ihr hier in dem Navi, bekommt, dass plötzlich die Navigation teilweise nicht mehr möglich ist. Er auch unterwegs mir manchmal blub da so rumgesprungen ist und wieder zurück zum Supercharger fahren wollte. Tatsächlich, ich sollte umdrehen, um nochmal nachzuladen, weil er meinte, ich komme sonst nicht an. Also das ist wohl nicht suspekt, da denkt er wohl immer, ich hätte hinten einen riesen Wohnanhänger dran oder sowas. Also daran merkt ihr auch, dass auch bei Tesla nicht alles super ist. Also das ist wohl so ein, sagen wir mal, Feature, das haben sie nie richtig ausgetestet. Mich wundert das. Björn Nyland hat ja eigentlich auch mal darüber berichtet, dass das so seltsam ist. Ich werde auf jeden Fall euch nochmal ein Video dazu machen. Ansonsten hier, die Verbräuche waren nämlich gar nicht so. Also mein Auto hätte jetzt gar nicht irgendwie ständig laden müssen. Das hat eigentlich gut ausgereicht. Bin da sogar sehr moderat gefahren, weil mit so einem Fahrradträger hinten, da fährt man ja nicht mehr als 120 normalerweise. Ja, oder hier auch, also das waren jetzt so Ladestopps mal zwischen den beiden Superchargern, mit denen ich da gefahren bin oder sowas da, ne? Und dann noch hier die gesamte Fahrt, die ich da eigentlich unterwegs war. Das sind sehr, sehr moderate Werte. Man muss ein bisschen aufpassen hier beim Einparken, vor allem wenn es rückwärts einparken. Es geht gerade so zwischen den beiden Säulen dann hin und her. Man muss auch ziemlich weit nach hinten fahren, sonst reicht das Kabel nicht. Das ist eher so das da, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, da hat Tesla damals nicht dran gedacht, dass sie mal da hinten so einen Anhänger dran haben und dass dann tatsächlich auch was dranhängt. Fahrradträger sind halt gerade total in. Wie gesagt, da kommt nochmal ein Detailvideo. Ja, und ich habe ja Supercharger geladen und sonst nichts und mich um nichts gekümmert. Fand ich auch eigentlich super komfortabel. Ich bin ja meine Strecken, die ich da normalerweise im Urlaub fahre, auch schon oft mit anderen Fahrzeugen gefahren. Und dann musste man natürlich hier überlegen, bei wo lade ich, mit welcher Karte.
Danke an die Kollegen von Plus Charge. Das ist eigentlich so ein Teil, da kannst du so mit zusammen mit irgendwelchen Sponsoren kannst du dir so Lademeilen, Ladekilowattstunden und Kilometer zusammenholen und kannst, glaube ich, auch Fotos machen von Ladesäulen. Also ganz tolle Aktion. Guckt euch das mal an. Ich habe es verlinkt und die haben eine schöne Auswertung gemacht von ihren Kunden, was die denn so für Karten verwenden. Ja, die sind nämlich zum Beispiel auch schon da verlinkt mit dem Service. Die kriegt man dann tatsächlich auch schon was gut geschrieben. Und das habe ich die Übersicht mal übernommen, weil es ja gerade so ein Chaos wieder gibt. MeinGo ist ja abgesprungen. Die haben jetzt auch den teuren Tarif hier bei Ionity. Man, die anderen sind genauso schlimm. 77 ist ja der Originaltarif. Wieso hat eigentlich MeinGo jetzt 73? Okay. Ja, also an Ionity kann man wohl im Moment gar nicht mehr laden. Das ist jetzt praktisch, wenn man keine Grundgebühr hat, wenn man immer nur hinfährt und sich das so überlegt und keine bestimmte Ladekarte favorisiert. Und ja, bei Allego, Fastnet und so sieht es eigentlich ein bisschen besser aus hier auch noch. Und vor allem ist ja Geheimtipp gerade ENBW, vor allem ENBW in Kombination entweder mit einem ENBW-Vertrag, das habe ich, oder ENBW in Kombination mit ADAC, was ja viele machen können, wenn sie auch nicht bei ENBW und nicht hier bei uns in Baden-Württemberg sind. Ja, ich kann das leider nicht kombinieren. Ich bin nämlich ENBW-Kunde, gasmäßig, und deshalb kann ich das auch nutzen, genau diese Preise, kann aber das nicht nochmal koppeln mit noch mit dem ADAC und wäre dann noch günstiger, das geht leider nicht. Ja, ganz nett hier so, ansonsten, ich nehme ja immer chargeprice.app und gucke dann da für die Ladesäulen nach. More. Gut, gibt es denn noch eine andere Möglichkeit? Okay, wenn man jetzt viel Lader ist, dann gibt es natürlich so, kann man jetzt hier solche Gebühren zahlen, hier, ne? Sieht man hier so ein bisschen. Und dann geht es vielleicht ein bisschen günstiger, aber viel mehr auch nicht. Und da hier oben ist noch was möglich dann bei Plug Surfing. Wusste ich gar nicht, dass die auch was anbieten, auch bei Ionity. Ansonsten kannst du Ionity komplett knicken gerade. Tatsächlich muss man sich jetzt nach den anderen HPC-Ladern umgucken, wenn man jetzt mit einem anderen Auto unterwegs ist. Ich bin gespannt auf den VW-Tarif, was dann auch mitgeliefert wird, was da für Optionen gibt, was mein Händler mir anbietet. Ja, sind teilweise schon bekannt, aber mal schauen, wenn es dann real drum geht, dann wie das da ist und ob da noch irgendwie was geht. Ne? Zum Beispiel hat jetzt mein Kollege, der eigentlich zuständig ist für diese Leasingfahrzeuge in der Firma, der hat zum Beispiel auch gesagt, nee, ich soll da keine Fußmatten mitbestellen und auch keine Winterreifen mitbestellen. Das machen sie separat oder sie gehen davon aus, dass das der Händler mitliefert. Winterreifen natürlich nicht, aber die Fußmatten gingen die davon aus. Dann sage ich zu ihm, ich glaube nicht, diesmal ist das anders. Das muss man hier schon richtig auswählen. Werden wir auch mal sehen. Also wie viel Rabatt kriegt man noch beim ID3 im Autohaus? Gute Frage, ne? Und inzwischen mache ich mal ein bisschen Werbung. Und wir kommen noch schnell zum Aktienkurs. Ja, jetzt bin ich 3 Wochen, 4 Wochen nicht online gewesen und schon hier geht es mordsmäßig zu. Vor allem der Kurs ist wo ganz anders. Es gab ja ein Splitting. Aber guck mal erstmal. Also die Woche war es nicht so toll. Da war das Hoch hier, das ist unser Hoch hier, ungefähr bei 450. Wobei ich nicht weiß, meine Skalierungen stimmen irgendwie nicht. Viele Darstellungen funktionieren jetzt nicht mehr nach dem Splitting. Wir haben auf jeden Fall die Woche dann nochmal einen Rückgang. Da gab es natürlich diesen Hype und jetzt ist es wieder ein bisschen normalisiert. Pendelt sich wieder ein bisschen ein, aber es ist ja so, wir kommen ja von einem Wahnsinnsanstieg hier, 34% mehr, das gab sogar 75% waren wir ja hier. Und von dem kommen wir ja gerade wieder ein bisschen zurück. Das ist nämlich genau diese Geschichte gewesen. Hier habe ich es hingeschrieben, es gab eine Ankündigung von dem Aktiensplit aus einer Mach 5 und dann ist der Aktiensplit tatsächlich durchgeführt worden. Das ist auch etwas Interessantes, das gab es glaube ich so in der Börse auch noch nicht, dass die Ankündigung eines Aktiensplits, der eigentlich überhaupt keine Auswirkungen hat auf den Kurs, dass der zu sowas hier führt. Wahnsinn. Okay, die Argumentation war natürlich dabei, auch wenn das jetzt wieder günstiger ist, die Aktie, ihr seht ja gerade, wo sie steht, hier um die 400 Euro, dann können sich das auch wieder Kleinanleger leisten. Vorher war sie ja bei 1000 irgendwas, ne? 300, 2000, na, manchmal, ne? Gut. Also das ist interessant. Trotz allem hier, Gewinn und Verlust ist bei der Aktie sowas von hoch. Also mir knallt sie ja jedes Mal raus. Wenn ich da mal ein paar davon kaufe, dann mache ich natürlich mir ein Limit rein und das ist teilweise bei 10% oder sowas und trotzdem wupp, wird immer verkauft dann, ne? Weil die halt immer hier, wie hier, wupp, so runter geht, ne? Ich hatte hier irgendwo in dem Dreh dann doch nochmal gekauft, eine einzige Aktie und jetzt habe ich 5. Ja, aber wenn man von Anfang an dabei gewesen ist jetzt dieses Jahr, dann hat man halt jetzt 700% plus. Nicht ganz, das stimmt nicht ganz, weil das ist hier nämlich noch das alte Jahr mit drin natürlich. Ne? Nee, wir gucken uns das dann besser in unserem Börsenspiel an. Da hatten wir ja schon einen guten Gewinn.
Das war die Woche 31 vor meinem Urlaub. Da hatten wir bei Tesla natürlich einen Wahnsinnsgewinn. Auch insgesamt hatten wir einen sehr guten Gewinn, obwohl wir hier unten den Loser Wirecard drin haben. Ne? Na, Wirecard wird jetzt gerade verhaftet. Nee, umgekehrt, man versucht jetzt irgendwelche Schuldigen zu finden. Ja, der Finanzminister ist es nicht, obwohl es den Scholz wahrscheinlich, vermute ich, die Wahl kosten wird, weil das wird nochmal kommen jetzt, nochmal aufgearbeitet werden, wer da alles versagt hat. Inzwischen gibt es scheinbar Insiderhandel noch bei den Behörden. Als Vermutung inzwischen ist das schon da und natürlich die ganzen Firmen, die da mit drin hängen und bescheinigt haben, dass bei Wirecard alles in Ordnung ist. Letzte Meldung, die ich gesehen habe, dass man jetzt sämtliche Anklagen gegen diese Journalisten hat fallen lassen von Financial Times oder wo die waren, wo man ja gesagt hat, die machen da irgendwelche falschen Angaben. Nein, die waren ja alle richtig, ne? Ja, und wir Anleger sind reingefallen. Jetzt kannst du dich, glaube ich, bei so einem Anwalt melden, Anwaltsbüro melden und eintragen lassen für so eine Sammelklage. Aber ich glaube nicht, dass in der Dimension du da irgendwas zurückkriegst, vor allem nicht als Kleinanleger. Also das, ja, da sollte man eigentlich hinfahren zum Wirecard und mal gucken, ob es da noch irgendwas zu holen gibt, aber vermutlich demnächst auch nicht mehr. Das war die letzte Woche, das war nicht die letzte Woche, das war schon vor ein paar Wochen, 31 und jetzt Switch. Ja, Wirecard ist immer noch unten, aber hier oben, Wahnsinn, seht ihr es jetzt, das sind die 333% und hier oben hatten wir 233, 333%, also 10.000 Euro haben wir reingeschmissen und wir haben jetzt hier einen Wert tatsächlich gewinnt von 33.000 Euro beim Tesla, wenn wir das so gemacht hätten. Hat natürlich niemand gemacht. Ja, auch BYD ist gut dabei. Guckt euch mal das an. Knapp unter 100% Gewinn dieses Jahr schon. Wahnsinn. Und abgeschlagen natürlich die anderen, obwohl, wenn ihr genau hinguckt, Warta kommt. Ja, Warta war nämlich nicht hier, der war nämlich hier. Und Warta ist jetzt knapp unter, demnächst switcht der nach oben. Ja. Also das sieht man auch. Tatsächlich, Warta war ja einer unserer Kandidaten, Batteriefertigung, auch in Deutschland. Die kommen jetzt. Ne? DAX, Dow Jones sind hier noch im unteren Bereich, noch im Minus. Schade, wenn wir da wieder im Plus sind, dann ist die Krise überwunden. Daimler, Toyota, Volkswagen, noch nichts. Volkswagen beobachten wir jetzt dann die nächsten Wochen, ob die da tatsächlich das Ausliefern des ID3, Ankündigung vom ID4 und allen anderen, ob das irgendeine Auswirkung auf den Aktienkurs hat. Im Moment minus 18%, minus 26%, okay, 10% haben sie jetzt über die paar Wochen gekriegt, okay, aber wir beobachten das weiter. Die haben nicht die Sprünge drin, die jetzt zum Beispiel bei einem Tesla sind, ganz klar. Dankeschön. Dankeschön auch, klar, für alle Spender, Unterstützer meines Kanals. Wir haben wieder 40 Patreons, super. Das finde ich schon mal super. Das ist nämlich eine regelmäßige Spendengeschichte, die man machen kann über Patreon. Könnt ihr euch mal angucken. Ansonsten könnt ihr gern auch die News hier unterstützen, indem ihr über PayPal was spendet. Vielen, vielen Dank. Oder wenn ihr was haben wollt, gern hier ein Spreadshirt holen. Oder wie gesagt, hier 1500 Kilometer Free Supercharging, wenn ihr sagt, nee, ich kaufe jetzt Tesla. Mir langt es mit den anderen und mit dem Warten. Ja, die nächsten Dinge hier bei mir, tatsächlich, wupp, das Model 3 ist weg, die Ankündigung vom ID ist da. Hätte nie gedacht, dass das tatsächlich so weit kommt. Ab September habe ich ja damals schon hingeschrieben, ab Anfang des Jahres hätte ich gern einen ID. Habe immer gedacht, das ist ab Juni oder Juli, das war ja der alte Termin, hat sich jetzt ein bisschen verschoben. Und jetzt Mitte bis Ende September ist scheinbar tatsächlich die Auslieferung und es gibt mehrere Leute, die schon angekündigt haben, dass sie mich da unterstützen wollen. Noch nichts fix, also sprich, wenn ihr noch sagt, ja, ihr könntet mir auch so einen ID3 für einen Monat zur Verfügung stellen von der First Edition, ist auch interessant, wenn ihr jetzt den kleineren habt oder den mittleren oder den ganz dicken, ja, bitte meldet euch, natürlich nicht kostenlos unbedingt, aber ein bisschen günstiger soll es schon sein. Eure Werbung kommt natürlich mit drauf. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und welche Kooperationspartner ich euch dann vorstellen kann da in dem Zusammenhang. Ihr könnt euch auch melden, wenn ihr ein anderes Auto habt. Mich interessieren alle E-Autos, die gerade so neu auf den Markt kommen. Das kann ein Polestar sein, das kann auch eine neue Zoe sein. Ja, okay, es könnte auch sogar ein Mini sein. Also ich bin da total offen und ich habe da nach hinten ja auch noch ein bisschen Luft, ne? Beziehungsweise Anfang nächsten Jahres. Zack, 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 sind wir im nächsten Jahr. Also, wenn ihr da sagt, okay, finde das super, mache ich mit, meldet euch.
Ja, wo sehen wir uns dann? Welches Treffen funktioniert denn eigentlich noch? Alle Treffen sind abgesagt. Boah, Horb ist inzwischen auch abgesagt. Jerome hat es jetzt offiziell auch schon abgesagt. Die Stadt Horb selber hat es, glaube ich, da auch gesagt. Das geht dieses Jahr alles nicht. Alles auf nächstes Jahr verschoben. Das Einzige, was richtig geht, ist ja der E-Cannonball. Da sitzt man ja auch im Auto. Das könnt ihr gern mal euch angucken. Und es wird wohl in Hilden dann dort bei der Einweihung von dem ganzen Ladeparkgeschichte auch nochmal eine Veranstaltung geben. Die habe ich jetzt noch hier nicht drauf. Die wird es aber vermutlich geben. Und dann schauen wir mal, wie die Sache so weiterläuft und was man dann an Veranstaltungen machen kann. Das war es von meiner Seite jetzt hier mal heute. Bisschen abgespeckter. Und wir sehen uns nächste Woche. Vielleicht in anderer Form. Wir probieren mal was aus im Team Schräg und wie es so weitergeht. Und ich bin gespannt die nächste Woche, was sie bringt an ID3s, an Updates bei Tesla und vielleicht irgendwelchen Überraschungen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, ne? Bis dahin, tschüss. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg.